Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ich habe den Sound mal wieder ein bisschen lauter gestellt, da er immer noch zu leise ist. Und ich muss mal gucken, ob ich das mal im Laufe des Let's Plays endlich mal hinbekommen würde. Denn dummerweise funktioniert dieses Sound nicht. Glaubt mir das, Leute. Dummerweise. Okay, nein. So, dann gehen wir mal zu dem Lagerplatz. Denn wir haben es ja. Wo fange ich an? Oh. Okay. Ich bin Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance. Gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Ja, da gibt es immer manchmal so Tagebucheinträge sozusagen, so genannt von Lara, wenn wir an so ein Lager gehen. Die kann man dann später auch nochmal anhören. Ich frage mich nur, wie sie das aufnehmen will mit so einem Diktiergerät, das sie dabei hat gerade oder was zufällig. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. 1 von 10 Lagerstagebücher. Set hat begonnen. Okay. Oh, und das ist unser Schatten. Und mit Tab können wir uns auch die Karte mal ansehen. Um die euch zu zeigen, stoßen sie zu. Heißt der White Man oder Whitman oder. Ich weiß nicht. Ich kenne einen, der Whitman mit Nachnamen heißt. Haha, okay, nein. Das ist er bestimmt, nein. Okay, ja, da sollen wir hin. Das Gebiet hier ist Küstenwald. 18% haben wir davon gemeistert. 2 von 3 Lager entdeckt. 2 von 5 Dokumenten gefunden. 1 von 3 Reliquien. 0 von 5. Ich weiß nicht, Geocaches oder wie die heißen. Ich glaube, die sind nur zum Freischalten von, so Konzeptgrafiken und so, da Schatzkarten und vor allem, die zeigen natürlich die ganzen Reliquien und sowas und Geisterjägerin. Das sind immer so Aufgaben, die je nach Gebiet unterschiedlich sind. Ja, habe ich euch auch mal die Karte näher gebracht. Gibt's hier irgendwas? Nein. Und ich habe schon gedacht, hä, was ist hier los? Ich habe das doch gefunden. Nur ein, genau. Nur die bereits gefundenen werden angezeigt, deswegen. Und die, die nicht gefunden sind, werden natürlich nicht gezeigt, außer wenn man halt eine Schatzkarte findet. Also gehen wir dann mal weiter hier und sammeln mal wieder ein paar Pfeile ein. Ja, voll. Seht ihr da rechts? Bei 20 Pfeilen ist das voll. Dann stemmen wir es mal auf. Doch, es geht leider nicht. Axt nicht stabil genug. Zum Öffnen ist eine stabilere Axt erforderlich. Sammeln Sie Bewegungsgut. Bergungsgut für ein Upgrade der Axt. Okay. Hier oben, ich hab was gefunden. Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist ein großes Tor. So, okay, das ist zum Beispiel diese Aufgabe. Oh. Aua. Aua. Aua, aua, verdammt. Geht weg von mir. Ich habe mich mal besser angestellt, muss ich sagen. Ausweichmanöver aber einfach. Ist eine andere da. So. Dummerweise hast du einen Pfeil gegen den Kopf bekommen. Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Okay, die kann ich natürlich. Ja, ja, Häuten für EP. Hier sind ein paar Kisten. Oh, Bergungsgut! Sammeln Sie Bergungsgut, um im Basislager ein Waffen-Upgrade freizuschalten. Oder was da auch hinter Waffen-Upgrade stand. Ja, das ist das Bergungsgut. Das sind Bergungsgut-Kisten. Ich glaube. Doch, ich soll da lang. Okay, gut. Ich hab schon gedacht, wir werden in die falsche Richtung laufen. Okay, mal wieder ein bisschen Pfeile aufsammeln hier. Und da vorne steht er doch schon, der Willi. Neues Lager entdeckt. Das Tor. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Ja, während der da die
guten Sachen da bewundert. Müssen wir hier ein bisschen Bergungsgut sammeln? Sonnendarstellung. Ist hier irgendwas? Aha. So, 2 von 10 Totems schon zerstört. Und wir müssen jetzt ein bisschen Bergungsgut sammeln. Das ist hier aber weit verstreut eigentlich, wenn wir immer kurz unseren... Hä? Ey, das ist ja eigentlich ein genauso dummes Reh gewesen. Vor allem, weil es an mir vorbeirennt. Und ich es nicht treffe. Ach komm. Das ist, war jetzt dumm. Dafür war, ging das erste Reh umso leichter. Naja. Ich will mich nicht beklagen, ne? Und auch diese Hasen können wir hier sammeln oder so. Und wenn du dich mal da festhalten würdest, dann wäre es auch ein bisschen besser, Lara. Aber nein, nein, warum denn? Ich soll ja schließlich nicht zu dieser Bergungskiste gehen. Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Okay, ich weiß gerade nicht mehr, wie viel Bergungsgut ich gerade brauche. Ich glaube 100 oder so. Au, den habe ich nicht gesehen. Schön, dass du stehen geblieben bist. So, her damit. Nur noch ein bisschen mehr. Her damit. So, hier war doch auch... Oh, oh, oh. So, 3 von 10. Jedoch habe ich fast nie es geschafft, diese... Ach, da drüben. Da. Also die Aufgaben zu... Haut ab! Noch was, es gibt das alles. Naja, okay. Ich werde immer besser gegen Wölfe. Ja, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, ey. Ich bin nur noch gegen Menschen gewohnt zu kämpfen hier. Schlimm. So, wo war ich jetzt überhaupt? So, das müsste reichen. Oh ne, okay, 60. Mal sehen, ob ich die Axt wieder hinkriege. So, ich suche zurück zum Lager. Wohin? Da. Stimmt, wir haben ja ein neues Lager entdeckt, dann können wir auch gleich da unsere Axt umfunktionieren, obwohl ja wir da diese eine Kiste gesehen haben, die wir nicht öffnen konnten. Noch ein Schrein. Auch. Wen beten die wohl an? Okay, cool, ich habe was Optionales gefunden. Das habe ich nämlich beim ersten Durchspielen, also beim ersten Spiel nicht gefunden. Umso besser, ne? Hier unsere Geocache. Nein, Dokument. Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Telluride? Was ist das? Ist es eine Stadt? Oder es soll so der Film heißen? Ach, keine Ahnung. Sam, Filmmacherin. Whitman ist, hat es Sam so schwer gemacht, ihren Job zu erledigen. Der gute Doktor hat auf dieser Reise ein wahres, sein wahres Gesicht gezeigt. Ja, okay. Whitman. Der Gute. Und hätte ich noch meine Fackel, könnte ich das anzünden. Jedoch, also hätte ich noch meine brennende Fackel, könnte ich das anzünden. Wir wollen es ja genau nehmen hier. Boah, auf jeden Fall ist hier noch Bergungsgut. Was ist denn da? Das müsste reichen. Ja, das müsste reichen, aber ich will eigentlich nicht noch mehr Bergungsgut sammeln, aber es wird mir hier förmlich vor die Fresse gelegt. Ja, hier ist, war doch dieses Lager. Ja, war es okay. Also dann kann ich ja erstmal meine Fackel anzünden und das hier anzünden, denn wenn wir die verbrennen, kriegen wir auch eine Bergungskugel. Mal sehen, ob ich die Axt wieder hinkriege. So, 120 haben wir. Jetzt können wir hier die Bergungsgut, beziehungsweise die Bergungsgüter verwenden.
Verwenden Sie gesammeltes Wirkungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. Ja, das machen wir doch sehr gerne. Wir können momentan nur ein Upgrade machen. Auf 50 hätten wir nur gebraucht, nicht 60, okay. Verstärken. Verstärkt die Stemmaxt, sodass sie zum Bedienen von Kurbeln tauglich ist. Ja, das brauchen wir doch genau. Woher kennen wir nur das? Woher haben wir nur die Chance, dass genau das hier auszuwählen ist? Okay. Verstärken. Gekauft. Jetzt haben wir noch 70 Wirkungsgut zum Glück. Okay, ja, wir können. Hier werden dann noch alle Waffen, die wir haben. Ich glaube, dann später kommt noch der Bogen dazu und so. Fähigkeiten, Fähigkeiten. Ach, das sind die. Aber wir haben leider keine neuen Fähigkeitspunkte währenddessen bekommen. Weswegen wir jetzt aber zu Ende gehen können. Und jetzt aber auch, glaube ich, ja, so können. Wo sich wiederum noch mehr Bergungsgut befindet. Ihr seht schon, es dreht sich alles um Bergungsgut und um Fähigkeitspunkte, beziehungsweise EP. Aber wo ist das denn nicht so? Looten und Level. Sagt mal ein. Okay. Okay, so könnt ihr auch. Bekannter Tuger Mensch. Okay, jetzt habe ich wieder 20 Pfeile. Mann, ey, doch überall so viel schon. Die müsste ich eigentlich mal töten, weil es gibt einen Steam-Erfolg dann. Wenn man 10, also so 10 kleine Tiere habe ich schon diesen Erfolg, dass man 10 kleine Tiere tötet und häutet. Aber 10 große, größere habe ich noch nicht. Naja, okay, wo war das Lager hier? Da kann ich meinen Fisch. Oh, nee, hier kann ich nochmal ein bisschen. Und da hinten auch. Oh, überall Bergungsgut. Es ist doch so schön. So, Waffenmodifizierung sogar verfügbar. Oh, oh, oh. Diesmal sogar für den Bogen, denke ich. Denn dafür brauchen wir 200, glaube ich. Sogar. Ich meine, wir haben ja auch keine anderen Waffen. Aber erstmal unsere Fähigkeitspunkt hier. Ah, Tageslager. In Tageslagern können wir diese dritte Fähigkeit, die zwar gerade, diese dritte Option sozusagen, die zwar gerade nicht verfügbar ist, aber die wir normalerweise ja auch haben, nicht auswählen. Was es ist, das werdet ihr später noch erfahren. Jetzt ist erstmal die Frage, was ich jetzt so auswählen möchte. Was ist denn hier so dabei? Dann haben wir Zeit, um den Bogen zu zielen. Können Sie mehr Munition transportieren? Das ist natürlich gut. Mehr Munition ist immer gut. Und zwar ist es Bergungsgut. Okay, Tierkadaver nicht unbedingt. Das ist die Belohnung beim Plündern von Tierkadaver und Lebensmitteltruhen. Okay, dann mache ich das doch, weil da noch Lebensmitteltruhen dabei sind. Ich meine, so viele Tiere tötet man dann nicht im Laufe des Spiels. Menschen sind ja keine Tiere, ne? Und so mäßig. So, und mit unserem Bergungsgut können wir jetzt, wie gesagt, bisschen was ausrüsten. Die Axt haben wir schon auf 100, mit 100% aufgerüstet. Hier haben wir aber bei dem Bogen noch 0%. Das heißt, das können wir eh noch nicht machen. Aber Moment, Verstärkung, wovon wir mehr zuführen, mehr Schaden durch den Pfeil. Schussfrequenz. Ja, die Schussfrequenz ist ja jetzt nicht so wichtig bei dem Pfeil. Zumeist ich den ja eigentlich nur für einen Schuss hintereinander verwende und nicht unbedingt für ein Schussgefecht sozusagen. Obwohl wir zurzeit auch gerade nur den Bogen als Waffe haben, aber nein, dafür möchte ich meinen Bergungsgut noch nicht. Soll's losgehen? Investieren. Kann losgehen, Doktor. Dann leg los! Doktor, ja. Professor Doktor Herr Whitman. Ja, und so. Wie geht das so gut, Chitos? Ja, Mann. Macho, Claude, okay. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Anglizismen, ey. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Okay, weiter geht's. Aber wir müssen leider hier einen Schnitt machen, denn die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Also, bis zum nächsten Mal dann. Und ich glaube, ich stelle den Sound sogar noch ein bisschen lauter. Ich muss aber mal gucken. Also, bis zum nächsten Mal dann. Bam!